Der Kürbis steht für den Herbst. Der Herbst schmeckt einfach nach Kürbis. Heute zeige ich dir, wie du den Geschmack des Herbst einfach in ein Glas packen und das ganze Jahr genießen kannst. Du brauchst einen Kürbis. Wenn du dich für einen Hokkaido-Kürbis entschieden hast, brauchst du ihn nur zu waschen und nicht zu schälen, denn die Schale des Hokkaido kannst du mitessen. Sonst musst du ihn an dieser Stelle natürlich auch noch schälen. Befreie ihn von seinen Kernen und schneide den Kürbis in Streifen. Diese Streifen legst du nun auf ein Backblech. Ich habe Backpapier darunter gelegt. Lass den Kürbis bei ca. 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 40 Minuten weich garen. Wenn der Kürbis schön weich ist, holst du das Blech heraus und lässt die Streifen etwas abkühlen, bevor du sie cremig pürierst und noch heiß in sterile Gläser füllst. Den Kürbis haltbar machst, damit du das ganze Jahr etwas davon hast und wie du ihn in noch kürzerer Zeit einfach einkochst, habe ich dir auf dem Blog verraten. Mehr leckere Rezepte, nicht nur allein rund um den Kürbis, findest du auf dem Blog www.firesun.de. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Nun hast du genug Kürbispüree für viele leckere Rezepte, die nicht nur im Herbst schmecken. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch einen Daumen nach oben. Und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, abonniere kostenlos den Kanal und pssst! Aber bei der aktivierten Glocke bekommst du direkt eine Nachricht bei jedem neuen Video. Bis bald!